Ja, es geht um den Flussuferläufer am Tiroler Inn. Und es wird aber nicht nur um Tirol gehen, sondern es geht eigentlich generell um die Problematik von Störungen auf Flussuferläufern und natürlich auch andere Kiesbankbrüter. Das Ganze ist im Rahmen von einem Projekt, das in Sieme, das ist ein Projekt vom WWF eigentlich, das ist ein Interreg-Projekt, wo Österreich und Bayern teilnimmt, aber auch die Schweiz. Und da ging es darum, in einem größeren Rahmen einen Aktionsplan über den gesamten Inn zu erstellen mit Tieren, Pflanzenarten und verschiedenen Einflussfaktoren. Und ein kleiner Teil davon war dieses Flussuferläuferprojekt. Da ging es um Kartierungen, und Erhebung von Störungen. Jetzt sehe ich gerade. Ja, klappt. Genau. Ganz kurz, also ich glaube, für die meisten muss ich ihn jetzt nicht im Detail vorstellen, aber trotzdem möchte ich noch mal kurz auf den Flussuferläufer eingehen. Er ist ein Kiesbrüter, der überwintert südlich der Sahara, ist also ein Langstreckentier und kehrt deswegen relativ spät wieder erst zurück nach Europa im Mai. Ernährt sich von verschiedenen wirbellosen Insekten, Würmern, Kleinkrebsen, Schnecken, die er unter den Steinen, im Sand und Schlick findet, und lebt nahezu ausschließlich auf Kiesbänken, wo er auch dann seine Nester anlegt. Meistens 4 Eier in einer Mulde, also ohne einen großen Nestbau wirklich. Zum Unterschied vom Flussregenpfeifer macht er das aber oft nicht auf den reinen Schotterflächen, sondern geht ein bisschen weiter zurück, legt gerne an zwischen Vegetation, Treibholz oder so. Das Und das Hochwasser, wie wir noch sehen werden, ist schon auch ein Problem. Die Jungen schlüpfen dann Mitte, Ende Juni, und sind aber nicht sehr lang, relativ schnell sind sie auf eigenen Beinen, entfernen sich dann auch schon vom Nest, fangen dann an, ein bisschen herumzuflattern und können anfangs auch relativ gut schwimmen oder tun es auch. Ja, wie gesagt, das war eigentlich das Ziel, war die Besucherlenkung und also Störung und Besucherlenkung, diese Thematik aufzuarbeiten. Und zuerst wollten wir aber mal schauen, wie schaut es denn aus beim Flussuferläufer in Tirol? Wo gibt es noch welche und wo sind Probleme? Und das sind wir folgendermaßen vorgegangen. Zuerst haben wir ausgewählt, weil den gesamten Inn zu kartieren ist relativ schwierig. Haben wir eingegrenzt auf bestimmte Abschnitte und die haben wir identifiziert, das heißt durch Streudaten von Brutzeitbeobachtungen, die auf Onitor.at gemeldet wurden. Teilweise auch aus gezielten Kartierungen, die für den österreichischen Brutvogelatlas erhoben worden sind. Dann gab es auch 2 frühere Studien, die gezielt den Flussuferläufer angeschaut haben, wo ich natürlich geschaut habe, dass diese Abschnitte alle mit dabei sind. Auch Archivdaten, die wir bekommen haben oder die wir gefunden haben seit den 60er Jahren ungefähr, wo früher zumindest welche gewesen sind. Und dann aber auch Autofotos einfach, wo auf dem Autofoto, auf den Luftbildern zu sehen war, da könnte eine Schotterbank sein. Sicherheitshalber bin ich da dann nochmal hin, um zu überprüfen, ob es da Flussuferläufer gibt. Die Saison ist dann so abgelaufen. Die erste Begehung so Mitte, Ende Mai, wo ich versucht habe, alle Abschnitte mal anzugehen. Wenn ich einen Flussuferläufer festgestellt habe, dann sind noch 1 bis 2 weitere Begehungen erfolgt. Also einfach, um den Bruterfolg zu überprüfen. Also sobald klar war, dass die Jungen geschlüpft sind, bin ich nicht mehr hin. Aber wenn nicht, dann bis in den Juli hinein einfach noch einmal hingegangen, um es zu überprüfen. Und auch einige Beobachterinnen vor allem, die mich sehr tatkräftig unterstützt haben und bei bestimmten Bereichen einfach Hinweise gegeben haben, da sind jetzt die Jungen da oder da scheint ein Nest zu sein, bitte genauer hinschauen. Was sehr hilfreich war. Ja, und dort, abgesehen von den Uferläufern, haben wir uns auch den Lebensraum angeschaut, also ich eigentlich und gemeinsam mit anderen die Methodik ausgearbeitet. Weil es ist ja schon recht viel Literatur auch vorhanden und Studien, was brauchen die eigentlich? Und daraus habe ich die wichtigsten Variablen herausgesucht. Also eben einerseits den Lebensraum angeschaut, wie viel krautige Vegetation ist vorhanden, wie viel Sand und Schlamm, wo sie dann Futter suchen können. Die Vegetation brauchen sie mehr als Deckung zur Nestanlage. Und Schotter, Steine gehören einfach auch zur Lebensraumausstattung. Und da gibt es verschiedene Prozentangaben, die optimal sind. Und das habe ich jeweils in 3 Klassen unterteilt und so bewerten können. Und schlussendlich dann
aus dem ableiten, ist eine Schotterbank geeignet überhaupt prinzipiell für einen Flussuferläufer oder nicht. Und zusätzlich habe ich auch noch versucht, das Störungspotenzial abzuschätzen. Das ist meistens nur indirekt gewesen, anhand von Spuren, die ich gefunden habe, oder Infrastruktur, die in der Nähe ist, Zugänglichkeit und so weiter. Ja, ist eine persönliche Einschätzung, aber ich glaube, ganz weit daneben bin ich dann nicht gelegen. So schaut es dann aus. Dann sieht man Tirol mit den Bezirken, wieder innen durch Tirol fließt. Türkis sind die, man sieht es jetzt nicht ganz gut, weil es übereinander liegt, Türkis sind die kartierten Abschnitte, wo wir uns davon ein bisschen was versprochen haben, dass da eben Lebensräume sein könnten. Und da sieht man auch schon, dass da unterhalb von Innsbruck eigentlich fast gar nichts mehr vorhanden ist. Da ist die Kirchbichler Innenschleife, aber sonst spielt sich eigentlich alles oberhalb von Innsbruck ab. Und innerhalb von diesen kartierten Abschnitten sind dann einzelne Schotterbänke gelegen, die ich dann bewertet habe. Jetzt so ein kurzer Streifzug zu dem, was ich vorgefunden habe. Und ich möchte vorausschicken, es ist ziemlich ernüchternd, wenn man versucht, den Inn auf seiner ganzen Länge in Tirol, nicht den gesamten Inn abzugehen, aber fast überall immer wieder an den Inn zu kommen. Man quält sich an Schnellstraßen, durch Gewerbegebiete, neben Bahngleisen, Schotterwerken hindurch. Man findet wirklich kaum einen Zugang auch zum Inn, und dort, wo man hinkommt, ist in ganz vielen Fällen war es nur, oh, okay, das war nur am Autofoto so, das war bei Niedrigwasser, dass da offensichtlich eine kleine Schotterbank herausgeschaut hat, aber im Grunde nichts vorhanden. Was ich jetzt zeige, sind die mehrheitlich doch etwas besseren Abschnitte. Da, wenn man relativ weit oben beginnt, bei Ried im Oberinntal, da hat er noch eine ziemliche Reißkraft und auch ein recht grobes Geschiebe, aber es gestalten sich durchaus auch schöne Schotterbänke aus, wie da. Da schon etwas weiter unten, wo dann, das ist so mittelprächtig, würde ich mal sagen, nicht unbedingt geeignet, diese Schotterbank, zu schmal. Und man sieht auch, also es ist kaum ein Platz da für einen Flussuferläufer, und auf der gegenüberliegenden Seite ist einfach der Inn, wie er sich über 100 Kilometer weit präsentiert, reguliert, Grat, Blockverbauung und eigentlich kein Platz für Uferlebensräume. Das ist auch so ein anderes Beispiel, das ist bei Kronburg, bei Zams. Die Schotterbank, die war auf dem Autofoto sichtbar, aber beim Normalwasserstand eigentlich schaut kaum noch was heraus, und dahinter gleich die Blockverbauung. Also ein paar Stockenden nutzen das zum Rasten, aber viel mehr ist da nicht sichtbar. Da weiter oben noch, da gibt es auch ein paar Abschnitte, die zwar so recht vielversprechend zuerst ausgeschaut haben, aber die dann einfach zu grobblockig waren, um wirklich für einen Flussuferläufer geeignet zu sein, und die Strömung auch zu stark, kein Lebensraum, um Nahrung zu suchen. Da wieder bei Zams, wo man sieht, Autobahn führt drüber, Blockverbauung auf beiden Seiten, Schotterwerk im Hintergrund. Und da dafür ein Beispiel aus einer Renaturierungsfläche bei Mils, wo schon seit Jahren erfolgreich ein Revier ist und brütet. Und da waren die Jungen, die sind ziemlich lang noch dort verblieben und haben auf diesen Treibholz da, in dem Fall gerastet, wer es sehen kann, da sieht man einen kleinen Flussuferläufer. Da auch ein sehr schöner Abschnitt, das ist bei ein bisschen oberhalb von Telfs, gehört zu den im Bereich der Schutzgebiete dort, wo sich natürliche Schotterbänke bilden noch, weil einfach da eben genug Platz hat als Inseln. Ja, und da kommen wir schon zu den Ergebnissen. Das ist die ähnliche Abbildung wie vorher. Nur sind da jetzt die Reviere auch schon eingezeichnet. Grün sind die Flussuferläufer-Reviere, die zumindest ein Nest hatten. Und rot sind die, die kein Nest hatten, also wo sich zumindest kurzfristig ein Revier gebildet hat. Und man sieht auch schon wieder unterhalb von Innsbruck in den wenigen Abschnitten, wo überhaupt Schotterbänke oder Lebensräume vorhanden sind, sind aber keine Reviere mehr da. Also da ist wirklich der Inn als Lebensraum für Kiesbankbrüter verloren. Moment, genau, so. Von den Revieren, die ich feststellen konnte, also ich kann natürlich nicht ausschließen, dass ich nicht das eine oder andere übersehen habe, aber ich glaube, im Großen und Ganzen müsste es schon so passen, stimmt auch mit früheren Untersuchungen überein. 9 Reviere, von denen, die ich gefunden habe, waren in Renaturierungsflächen, was ich sehr schön finde, das auch zeigt, dass Renaturierungen sehr wohl was bewirken können und dass Flussuferläufer
sehr schnell auch solche Bereiche besiedeln können, was auch ihren natürlichen Biologie entspricht, weil die ja auf sehr variable Lebensräume angewiesen sind und dadurch flexibel reagieren können müssen. Was auch bemerkenswert war, das geht immer nicht weiter da, so. 5 von den Revieren waren auf Inseln, und wenn man bedenkt, wie wenig Schotterinseln es überhaupt gibt am Inn, dann zeigt das schon, dass die eine sehr hohe Bedeutung haben. Und noch etwas ist mir dann aufgefallen, eigentlich beim Vorbereiten vom Vortrag: fast keine Reviere finden im Bezirk Landeck statt. Oder liegen im Bezirk Landeck. Und zwar, da ist der Bezirk Landeck, und da sind sehr viele Schotterbänke und Quartierabschnitte eigentlich, aber eigentlich nur 2 Reviere. Und das hat mir dann, es waren auch einige geeignete Schotterbänke drunter, und das hat mir dann schon ein bisschen zu denken gegeben. Und da haben wir gedacht, das könnte mit dem Schwalsund zusammenhängen. Da möchte ich nur ganz kurz jetzt darauf eingehen, für die, die es nicht so im Kopf haben. Der Inn ist sehr stark schwallbelastet, und Schwall heißt, dass einfach aus Speicherkraftwerken zur Stromerzeugung manchmal bis zu mehrmals täglich Wasser durch die Turbinen abgelassen wird und dadurch der Wasserspiegel im Inn sehr stark steigt. Da sieht man oben in die Abbildung vor dem Schwall, wo auch da am Rand noch, sagen wir, ein seichter Bereich oder eine Schotterbank vorhanden ist, und wenn dann der Schwall steigt, und das kann innerhalb von einer halben Stunde gehen, ist das komplett überschwemmt. Diese Grafik stammt vom WWF, und die sind da sehr stark auf die Fische eingegangen. Da sieht man auch, was das für die Fische bedeutet, die quasi, wenn das Wasser steigt, die Jungfische da in diesen seichten Bereich hinübergehen, und dann sinkt er genauso schnell wieder, und dann liegen die ganzen toten Fische da. Für die Kiesbankbrüter heißt es, die können wegfliegen, Gott sei Dank, und die können aber das nicht als Lebensraum oder als Nistplatz nutzen. Und wenn man sich das jetzt genauer nochmal anschaut, also da habe ich aus einer Studie aus dem Jahr 2015 Zahlen herausgesucht von den Bezirken. In den jeweiligen Bezirken mir angeschaut, wie viele Schotterbänke liegen da. Da schon das, was ich vorher mehrmals erwähnt habe, oberhalb von Innsbruck sind die meisten Schotterbänke, sowohl an Anzahl als auch an Länge insgesamt, und auch Reviere. Aber im Bezirk Landeck, wo die meisten Schotterbänke sind mit der höchsten Länge, sind nur 2 Reviere. Und wenn man sich dann anschaut, da, wie schaut es denn aus mit der Häufigkeit vom Schwall pro Jahr und der Änderung der Wasserspiegel, in Zentimeter pro Minute ist das da angegeben, dann sieht man, dass das in Landeck weitaus am stärksten die Belastung ist. Vermutlich bis zum Kraftwerk Runsau, wo es dann das teilweise ein bisschen abfedert und dann wieder etwas weniger wird unterhalb. Also das könnte eine Erklärung sein, warum trotz guter Lebensraumausstattung eigentlich in Landeck kaum Reviere vorhanden sind. Jetzt kommen einige Beispiele, wie so Reviere ausschauen. Da sieht man, das ist beim Imster Bahnhof, da ist auch eine Insel, eigentlich eine sehr sandige Insel, die aber doch immer wieder in steinigen Bereichen umgeben ist. Da war ein Revier. Was man da auch ganz gut sieht, ist bezüglich jetzt Schwallsunk im Hintergrund, da diese Insel, die sandige Insel, die ist nass bis da oben hin. Und das war nicht wegen einem kürzlichen Hochwasser oder irgendwas, sondern das muss tatsächlich durch den Schwall gewesen sein. Das heißt, da diesen ganzen Bereich da, bis zu der Höhe, und das ist eine recht steile Uferkante da, kann er nicht nutzen. Ich glaube, ich vermute, das Nest, das dann vorhanden war, war irgendwo da hinten. Ist aber auch dann dem Hochwasser vermutlich zum Opfer gefallen. Das ist mein Lieblingsrevier oder eins meiner beiden Lieblingsreviere. Das ist diese Revitalisierungsfläche, Aufweitungsfläche bei Serfaus. Also eigentlich nicht Serfaus, weil das liegt oben im Tal, unten ist Dösens. Gehört aber zu Serfaus, die wirklich sehr schön geworden ist und 2 Bereiche hat, die einfach traumhaft sind für den Flussuferläufer. Und da gibt es tatsächlich 2 Reviere auf relativ engem Raum auch. Man sieht schon die Ausstattung mit Treibholz, mit Vegetation, mit Sand, mit Steinen. Ist eigentlich perfekt. In der Tabelle sieht man jetzt eine Übersicht über die Ergebnisse. Und zwar ganz links sieht man, ich habe eingeteilt in nicht geeignete Schotterbänke und geeignete. Also nicht geeignet waren 19 Schotterbänken, und von den geeigneten waren 17 nicht besiedelt und 10 schon besiedelt. Und da wieder, auf diesen 10 besiedelten Schotterbänken waren 12 bis 16 Reviere. Manchmal ist so ein bisschen ein Grenzfall, ist das jetzt ein Revier gewesen oder war das nur ein Durchzügler noch? Das ist nicht immer ganz so klar gewesen. Deswegen, oder grenzt man ein Revier gegen ein anderes ab oder war das dasselbe?
Auf jeden Fall bei Elf konnte man auf jeden Fall ein Nest feststellen. Das ist durch das Warnen nicht mehr deutlich geworden. Das Nest selber ist natürlich nicht zu finden, aber wenn die anfangen zu warnen, sobald man in die Nähe kommt, dann ist relativ klar, dass sie ein Nest oder Jungvögel sind. Und bei 7 von diesen konnte ich dann tatsächlich auch Jungvögel feststellen. Und unten in der Grafik unten habe ich das in Relation zum Störungspotenzial, das ich eingeschätzt habe, gesetzt. Das sieht man von 1 bis 4, also gering, keine gering, mittel und hohe Störung. Und die Balken zeigen an, wie viele von diesen Schotterbänken besiedelt oder unbesiedelt waren. Die roten sind die besiedelten. Und da sieht man schon, dass weitaus die meisten Besiedelten mit geringer Störung waren. Und die zwei Schotterbänke, oder die zwei Reviere, die auf Schotterbänken mit hoher Störung waren, die hatten dann kein Nest. Das waren einerseits bei Bamkirchen und andererseits bei Telfs, sind beides Revitalisierungsflächen, die sehr stark auch bewusst so angelegt waren, dass sie als Naherholungsgebiet genutzt werden und einfach die Störung zu hoch ist dann offensichtlich für eine Nestanlage sogar. Da hier jetzt ein paar Beispiele von solchen Abschnitten, wo die Störung gering genug ist. Also dabei Bednau auch wieder eine Revitalisierungsfläche, die erstens fernab von Siedlungen liegt. Es führt zwar ein Radweg hinten vorbei, ist aber doch wahrscheinlich nicht so stark frequentiert. Und das ist so eine Art Halbinsel, die auch nicht so gut zugänglich ist. Da konnte man die ganz gut vom gegenüberliegenden Ufer beobachten. Da war mindestens ein Revier, eventuell sogar zwei. Da wieder die schon erwähnte Revitalisierungsfläche bei Serfaus, wo der Inn einfach wirklich sehr weitläufig ist und schöne Schotterbänke ausgebildet hat. Und die auch, wenn man da nochmal zurückgeht. Das ist eine Insel, wie man das sieht. Und wer ganz genau hinschaut, da hinten auf diesen Treibholz, auf diesen Wurzelstock, da sieht man ein helles Pünktchen. Und das ist dieser Flussuferläufer, der da oben sitzt und gut aufpasst und warnt, weil da unten mindestens 2 bis 4 Jungvögel herumstranzt sind. Das war wirklich sehr nett zu sehen. Und eben wieder das nicht zugänglich und dadurch eigentlich vollkommen und auch genügend Abstand zur Insel und mit einer deckenden Baumschicht da dazwischen, sodass eigentlich da die Störung kaum vorhanden ist. Das ist auch in dem Bereich ein bisschen weiter unterhalb, wo zwar ein Weg da entlang führt, aber der Inn selber und die Ufer durch dieses Strauchwerk, teilweise Brennnesseln, Brombeeren, also wirklich relativ undurchdringlich, so gut abgeschirmt ist. Da dahinter, da links, da ist eben auch ein erfolgreiches Revier gelegen. Und da geht niemand hin, weil es einfach unangenehm ist. Und außerdem bietet sich ein bisschen weiter entfernt noch die Möglichkeit, wo die Leute wirklich zum Inn hin können. Und das wird auch gern genutzt. Und dafür bleiben andere Bereiche wirklich ungestört. Das ist ein Bereich, der eigentlich einen sehr starken Erholungsdruck ausgesetzt ist, und zwar bei der Sitta in Völs. Und da gibt es genau einen Platz, wo sie Ruhe finden zum Brüten. Das ist bei der Insel, ganz am unteren Ende dieses Aufweitungsbereichs. Da ist die Insel. Man sieht, da ist auch der Nutzungsdruck relativ stark, alles voll mit Spuren. Und wo sie aber brüten, ist da hinten, da, das ist unzugänglich. Und da, genau hinten an dem Eck da, da sieht man auf der Seite, ist auch Blockverbauung wieder mit starken Bäumen, wo niemand da eigentlich so richtig hinkommt. Da ist von der anderen Seite, also vom gegenüberliegenden Ufer, sieht man da hin und da wieder so ein kleiner heller Fleck. Das ist der Stein mit dem aufpassenden Flussuferläufer. Wow, da waren die Jungen schon relativ groß und flügge. Also das ist dann schon erfreulich, wenn man sieht, denn wenn die Strukturen passen, dann kann man auch bei sehr starkem Erholungsdruck, Freizeitnutzungsdruck durch den Menschen es schaffen, dass sich trotzdem die Vögel ansiedeln können. Ja, und das ist jetzt ein Bereich, wo es sehr schade ist, eine ganz tolle, fast Sandbank, aber doch auch mit einigen an Schotter drin. Sehr viel deutsche Tamariske, die auch auf dem Bild zu sehen ist, diese ganz seltene Pflanzenart, die es in Tirol noch einige Bereiche gibt, die auch auf so dynamische Flussbereiche angewiesen ist. Und da ist einfach sehr, einerseits Spaziergänger, Hundespaziergänger sieht man an den Spuren, aber ganz viel auch für Motocross und sonstige Freizeitaktivitäten genutzt. Schade, da hat es früher, aus den Archivdaten wissen wir, dass in dem Bereich früher Reviere waren, auch erfolgreich brütende, aber da war jetzt nichts mehr festzustellen.
Das ist bei Ötzburg, da wo die Ötztaler Ache in den Inn mündet, war noch vor einigen Jahren, war das auch ein sehr ungestörter Bereich, hat sogar einen Film drüber gegeben, über eine alte Tradition vom Treibholz rausfischen aus dem Inn. Da ist inzwischen durch Area 47 und diverse touristische Nutzungen auch keine Möglichkeit mehr vorhanden. Das ist bei Baumkirchen, was ich zuerst schon erwähnt habe, wo wohl kurzzeitig ein Paar sich etabliert hatte, aber dann mit wärmerem Wetter und die Menschen drängen hinaus. Da sieht man, erstens ist da die Insel relativ flach, sodass die großteils überströmt ist und auch keinen Bereich mehr bietet. Und das Ufer, da ist direkt daneben ein Radweg und also es sind wirklich ganz viele Leute dort beim Sonnenbaden, beim Planschen. Da hat der Flussuferläufer dann keine Chance. Und ähnlich ist es auch bei Telfs, was auch gedacht ist eigentlich für den Menschen hauptsächlich. Auch wieder eine Insel, die zwar sehr schön ist, aber die ist halt doch sehr nah am Ufer. Und wenn man genau schaut, sieht man da am oberen Ende, da ist Mitte, Ende Mai immer noch eine Verbindung vorhanden. Also wer sich ein bisschen die Füße nass machen will, kann da leicht auf die Insel kommen. Und da war auch ein Paar, das dann aber leider wieder verschwunden ist. Ja, es ist aber nicht nur die Störung, sondern es gibt auch noch andere Faktoren, die teilweise auch natürliche Faktoren sind, also wie das Hochwasser. Einerseits braucht der Flussuferläufer Hochwasser, einfach damit der Lebensraum immer wieder neu entstehen kann, weil sonst wird das komplett zuwachsen. Andererseits ist es natürlich ein starker Gefährdungsfaktor für die Bruten. Von den 11 Nestern, die ich nachweisen konnte, habe ich bei 7 eben, habe ich zuerst schon erwähnt, Flügge Junge beobachten können. Und 4 davon haben vermutlich, also ich habe den Neststandort nicht gefunden, aber es war so Anfang Juni, wo ein relativ starkes Hochwasser dann schon war, wo halt da mit der Schneeschmelze, Gletscherschmelze das angestiegen ist. Und die Bereiche einfach wirklich dann schon bis zum Rand im Wasser gestanden sind, wo ich die Nester vermutet hätte. Und was auch recht charakteristisch war, ist so ein langgezogenes Warnen, das jetzt nicht mehr ich als Reaktion auf meine Störung interpretiert habe, wenn ich da hingekommen bin, sondern es war schon von Weitem zu hören. Es hat wie so ein verzweifeltes Rufen eigentlich geklungen. Wo ich davon ausgegangen bin. Und danach war bei denen keine Aktivität mehr bei manchen und bei anderen war dann nach ein, zwei, drei Wochen oder so, wenn man wieder hinschaut hat, war plötzlich wieder ein Warnen, so als ob sie wieder ein Nest hätten. Also ich glaube, die können dann schon reagieren drauf und einfach eine zweite Brut anlegen, teilweise. Das ist eben so eines von diesen Bereichen. Das ist da bei Flowerling, wo eine natürliche Insel vorhanden ist, eine sehr schmale Insel eigentlich, wo ein Nest war. Und da irgendwo bei diesem Treibholz, da muss das Nest gewesen sein. Und da habe ich dieses verzweifelte Rufen dann herausgehört. Ja, jetzt komme ich dann eh schon langsam zum Ende. Was wir in den Studien, ich glaube, es war immer so ähnlich wie mit meinen Erhebungen, hat das zusammengepasst um die 15 Reviere am Inn, am Tiroler Inn. Aber von diesen 15 Revieren waren nur 7 tatsächlich erfolgreich. Das zeigt schon, man muss genauer hinschauen. Es reicht oft nicht nur Reviere zu erheben, sondern man sollte sich wirklich anschauen, wie groß ist denn der Bruterfolg. Ein Faktor, der die Lebensräume mal sehr stark einschränkt, ist der Schwall-Sumpf-Betrieb. Das betrifft nicht nur die Vögel, sondern auch andere Lebewesen. Und was sich auch gezeigt hat, ist, dass die Störung bereits in der Reviergründungsphase einen sehr starken Einfluss hat. Also ich glaube, es wird kaum vorkommen, dass wirklich Jungvögel zu Tode kommen durch die Störung, weil sie auskühlen oder die Eltern vertrieben werden, sondern es scheint wirklich schon sehr früh, die Adulten scheinen zu entscheiden, lohnt sich's da, ist es da möglich, ein Nest anzulegen oder ist die Störung einfach zu groß? Und es gibt eben auch noch natürliche Verluste, wie das Hochwasser, das hat ungefähr 30% von den Revieren zu einem Brutverlust geführt, aber es gab dann auch noch Ersatzgelege. Ja, wie können wir darauf reagieren? Etwas sind natürlich Besucherlenkungsmaßnahmen. Das wollen wir jetzt auch angehen in näherer Zukunft, schon wahrscheinlich im nächsten Jahr mit ersten Versuchen, gemeinsam mit dem WWF, wo wir mobile Tafeln aufstellen in solchen Bereichen, wo wir glauben, dass das vielversprechend ist und zwar eben nicht ständig stehen lassen, sondern nur zur Brutzeit,
weil die Menschen einfach stärker darauf ansprechen. Wenn eine Tafel permanent irgendwo steht, dann verliert man das Interesse und vergisst dann. Wenn es nur für 2 Monate oder 3 Monate, wo es wirklich wichtig ist, man es dorthin stellt, vielleicht noch mit flexiblen Informationen drauf, dann hoffen wir doch, dass wir da vielleicht erreichen können, dass die Leute den Bereich in Ruhe lassen. Das wird jetzt mal so im nächsten Jahr ein Versuch sein, wo wir auch schon gemeinsam mit dem WWF versucht haben, bei verschiedenen Gesprächen einzuwirken, ist dort, wo Revitalisierungen geplant sind, dass man da auch berücksichtigt und im Kopf hat, dass man das so anlegt, wird eh schon teilweise gemacht, so Inseln eingebaut, wo dann eben für Kiesbankbrüter Ruhezonen sind. Aber da haben wir versucht, immer wieder darauf hinzuweisen, dass Inseln allein gar nicht unbedingt ausreichen, weil eben gerade so bei Delfs oder bei Baumkirchen, man sieht, da sind zwar Inseln vorhanden, aber die sind einfach entweder zu nah oder bei, ja, im Mai dann noch zugänglich, wenn noch Niedrigwasserperiode ist, sodass die gar kein Nest anlegen. Also das wäre auf jeden Fall wichtig, da wollen wir weiterhin darauf hinweisen. Und ich denke, man sollte auch bei den Revitalisierungen vielleicht darauf achten, dass die dann, wenn man solche Inseln macht oder andere Bereiche, dass die so angelegt werden, dass die einfach hoch genug über dem Wasserspiegel sind, sodass sie, also oder zumindest, dass es Bereiche gibt, die so hoch sind, dass die auch ein Hochwasser überstehen können. Ja, und die schwierigste Thematik ist wahrscheinlich die Reduzierung von Schwallsunk. Ich meine, die kommt einerseits, da kommt der Schwall hauptsächlich aus der Schweiz. Das heißt, da können wir nur bedingt darauf einwirken. Mit wir meine ich wir Tiroler allgemein, nicht nur wir von BirdLife. Wird aber auch gemacht jetzt mit dem Grenzkraftwerk, wird man versuchen, diesen Schwall zu reduzieren. Aber das ist einfach eine sehr starke Problematik, die auch sehr stark mit dem Energieverbrauch zusammenhängt und das ja starke andere Interessen dagegen sprechen, das zu berücksichtigen. Ja, damit mit einem letzten Bild von einem sehr schönen Innenabschnitt bei Rietz komme ich zum Ende. Danke euch für die Aufmerksamkeit und bin gern noch bereit, wenn euch das eine oder andere noch näher interessiert, auf Fragen zu antworten.